Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Martinas YouTube-Kanal. Ich habe gedacht, da ja das Wochenende der Grand Prix ist, nehme ich euch von heute ein bisschen mit. Also heute habe ich zuerst noch ein paar wichtige Sachen zu erledigen und dann heute Abend gehe ich auf Bern zum Mankdorf noch mein T-Shirt holen. Ja, die Startnummer habe ich vor 2 Wochen bekommen und das sieht so aus. Ja, das ist die Startnummer, also gut, ich habe es nochmal hergeschrieben, weil sie haben nur den Spruch oben drauf da und bei der Anmeldung kann ich ja wenig können, das Nummer drauf tun, weil ich keine Ahnung hatte, was ich für ein Nummer bekommen. Aber ich säckle auf jeden Fall 14.24, 5:30 morgen Name im Startblock 4 und habe die Startnummer 3446. Und der Spruch, der drauf ist, ist, ja, hat er vorhin gesagt, Geringachl und Säckle, eigentlich geschrieben, Geringachl und Säckle. Aber ich habe es dann noch geändert und, ja, lege das natürlich mal nach. Und darum gehe ich heute noch das Nummer aus T-Shirt holen und nehme euch gerne mit. Und ja, es gibt so ein bisschen wie ein Zweitages-Video von mir, ja, wo ihr ein bisschen seht, was ich alles mache. Jetzt wünsche ich euch auf einen schönen Tag und ich melde mich heute Abend nochmal. Also ich befinde mich jetzt gerade im Mankdorf, laufe zu H4 und gehe dort mein T-Shirt holen. Mittlerweile bin ich fertig mit dem, was ich habe erledigt, was ich noch müssen, also dürfen sein. Und laufe jetzt noch zu H4 und gehe das T-Shirt holen und melde mich dann später wieder bei euch. Also Leute, mittlerweile bin ich auch schon wieder daheim, habe noch geduscht und ja, zeige euch jetzt noch das T-Shirt, das ich bin holen. Es hat sich verschiedene Farben gegeben. Ich habe es in Blau. So sieht es aus, von vorne. Und so sieht es von hinten aus. Und ich werde jetzt mal natürlich anlegen zum Säckeln. Ich werde euch dann auch noch zeigen, was ich als Sportler so zu Nacht esse. Ja, und ja. Okay, ich zeige euch jetzt noch das Nachtessen. Da drinnen in diesem Schäli habe ich ein Sportler-Müsli. Naturjoghurt, einen gestrichenen Kaffeelöffel Zucker und ein gekauftes Ofenmaltinen-Löffel, also Kaffeelöffel mit Ofenmaltinen-Pulver. Ja. Da hier drinnen in diesem Becher habe ich Wasser mit Holunderblüten-Sirup. Und da auf dem Teller habe ich ein Rädli Wurst, also Servela, ein dunkles Toastbrot mit Hüttenkäse, Kressachsalat vom eigenen Garten und ein bisschen Aromat oben drauf. Okay, Leute, ich gönne mir jetzt noch das Nachtessen, dann gehe ich schon bald schlafen, damit dass ich genug Schlaf bekomme und dass ich morgen auch mache am Grand Prix. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schlafen gut und ich werde mich morgen wieder melden und euch noch durchgeben, was ich am Morgen zu Morgen esse und schauen, was ich morgen alles so ein bisschen filmen kann. Guten Morgen zusammen, ich habe wunderbar geschlafen und werde euch jetzt noch zeigen, was ich zum Morgen esse und später euch auch noch zeigen, was ich mitnehme für einen Grand Prix. Ich freue mich mega auf einen Grand Prix und zeige euch dann noch viel später, was ich anhabe für heute. Also Leute, ich zeige euch noch, was ich so zum Morgen nehme täglich. Zum Ersten ist das Joghurt da, für sich. Dann Aromat, für was zeige ich dann her? Ein Stück dunkles Brot mit Butter, im Tassli hat es warme Milch und dann, da hat es Ofenmalt drin, wo ich in die Milch rein tue. Dahinter hat es Quittenkonfi, die ich jedes Mal bekommen habe von jemandem, den ich kenne, eigene. Und da in dem Becher hat es Isostar drin. Und hier im Glas hat es noch Orangensaft. Und das Aromat ist ganz logisch, das brauche ich für die Spiegelei. Also ich zeige euch jetzt noch, was ich heute
mit den Krampen immer, sprich einfach meine Sporttasche, die ich ziemlich neu habe, und meine Klamotten, die ich anlege. Und hier fangen wir mal an mit der Sporttasche. Und die sieht so aus. Und ist mega praktisch, hat mega viele Fächer. Hier auf der Seite auch ein Fach. Also die zwei gleichen Fächer, links und rechts. Da hier kann man Zeug drin tun. Da kann man Zeug drin tun. Und dann hier auf dieser Seite hat sie auch noch ein Fach. Da hier oben, ich kann das auch noch schnell zeigen, auf durch. So ein Grossfach. Hier kann man eine Flasche einstellen und so, die nehme ich auch noch mit und tue den noch so stark rein. Wer hätte es gedacht? Und dann hier auf dieser Seite ist auch noch ein Fach. Da hier, ich kann es auch noch schnell zeigen. Das blendet manchmal ein bisschen, da hier hat sie auch mega viel Platz innen machen, also bis da in die Hinger hat sie Platz. Und dann hier oben, wo Bügel sind, hat es auch noch ein Fach. Und hier hat es noch so einen Draht. Ja, jetzt ist ja klar, dass das... Aha. Da hier innen hat es auch noch ein Fach. Da sind zwei Fächer. Da hier hat es auch noch ein Fach. Da hier tue ich dann meine Sachen drin. Dann lege ich heute im Grampri, habe ich mir entschlossen, diese Hose an. Die habe ich auch ziemlich neu. Die habe ich einmal bestellt oder gekauft, ich weiß es gar nicht mehr. Und die habe ich auch schon am Kerzenslauf angehört. Die ist aber gebig, weil es da hier oben säckert. Und dann habe ich die Stadtnummer an, das habe ich auch dabei. Das habe ich hier noch im Gouverne, das habe ich schon das Gouverne. Geschützter. Ist aber die Startnummer auch da. Und da hier sind die Löcher. Und dann habe ich mir einmal noch den Gurt suchen da. Ich finde das viel gäbiger, weil da kann man da hier die Startnummer auch dran heften. Und dann hat man das Problem nicht mit der Sicherheitskurve, weil bei mir war das Problem gewesen. Also hier, es hat auf beiden Seiten von diesen Bändeln. Dass bei den Sicherheitskoffern, wenn man das als T-Shirt heftet, dass es überall Löcher drin gibt. Und das würde auch gegen das T-Shirt muss ersetzen. Und darum habe ich gedacht, der Gurt ist mega gäbig. Ist auch elastisch und man kann auch verstellen. Ich habe den im Ochsner Sportturm gekauft. Der ist im Löbunger innen. Und ist auch gäbig mit dem Verschluss. Aber es ist auch nicht, ich habe auch zuerst das Gefühl gehabt, es ist mega eng um den Bauch herum, aber es ist überhaupt nicht eng, es ist mega praktisch, viel praktischer als die blöden Sicherheitskoffer, die gegen Löcher das T-Shirt machen. Und so ist es nur auch gerade und nicht noch schräg, du musst es noch 100 Mal gerade machen. Und dann natürlich das T-Shirt, das ich gestern geholt habe. Es sieht ja eben so aus. Und da tue ich eben das Anlegen für die Zecke. Und natürlich das gute Letzte noch meine Turnschuhe zum Säckeln. Und ich lege ja seit einem Jahr, eigentlich im Winter, habe ich jetzt den ganzen Winter durch keine Socken in den Schuhen angehabt und habe es eigentlich überlebt und bin eigentlich sozusagen den ganzen Winter nicht krank gewesen. Aber in den Sportschuhen, wenn ich springe oder wenn ich laufe, für weitere Abschnitte lege ich schon Socken an. Ja, und ich würde mir dann, wenn ich es endlich sagen könnte, später nochmal melden und zeigen, was ich einfach durch den Alltag anhabe, bevor ich es säckle. Also, Leute, oben habe ich hier den Adidas-Pulli an, ist mega bequem. Ist ein bisschen dick, aber okay, bei diesem Wetter ist es sehr okay, ist ja fast schon im Herbst. Oben unter habe ich dann da die Trainerhose an, ganz etwas Leichtes, und unter habe ich einfach ganz normal die Hauptschuhe an.
die ich Anna habe für den heutigen Tag. Also, Leute, ich beende hier noch mein Video. Es ist jetzt halt gleich länger gegangen, als ich halt dachte. Aber gestern, als ich es auch fertig machen wollte, bin ich so kaputt gewesen. Und habe gefunden, ich muss jetzt noch zu mir schauen. Als ich hierher kam, wirklich noch zu Nacht gegessen und noch vor dem Fernseher noch ein bisschen DVD schauen und dann schon bald ins Bett gegangen. Ich zeige euch jetzt noch, was es im Ziel alles hat gegeben. Am Grand Prix und sage euch noch den Gesamtrang und den Rang von meiner Kategorie W40. Also ich fange mal an, es hat Ziel, ja für alle eigentlich allgemein, es haben alle bekommen, hat es so Studenten-Dings gegeben, also so mit Nüssli und einfach Studentenfutter, wie sie dem heutzutage sagen. Und so eine ISO-Starriegel hat es natürlich auch noch gegeben. Ein Farmer, das ist auch im Rucksäckchen, den ich Ihnen zeigen kann. Und die Blevita, die hat es auch zum Studentenfutter zugegeben. Und dann hier noch so eine Bodylotion. So eine Perskindol Wärmesalbe, ein Ofo-Müsli und dann, als ich ins Ziel gekommen bin, ich noch zum Isostar-Stamm noch ein Foto machen. Das sieht so aus. Und für die, die bei der Anmeldung entweder ohne Medaille können, oder auch mit Medaille, ich habe natürlich mit Medaille. Und das wären noch die Medaille, die es im Ziel hat gegeben. Sieht so schön aus, die gefällt mir mega, ich habe mega Freude dran. Und dann hat es auch noch im Ziel für die Läufer verschiedene Mikro-Rucksäcke gegeben. Ich habe das da hier genommen. Genau. Und jetzt sage ich euch noch den Rang. Also Gesamtrang bin ich 1284. geworden von 3097 Teilnehmer und von der Rang von W40 bin ich 263. geworden von 688 Teilnehmer in der Kategorie W40. Und die Zeit, die ich hatte, als ich gesäckelt habe, bin ich sehr zufrieden mit der Leistung. 28,31, also Sekunden. Ich habe die mich gefragt haben, wie lange sie brauchen, habe ich so eingeschätzt zwischen 25 und 30, aber wäre auch nicht enttäuscht gewesen, wenn es über 30 wäre. Aber ich bin recht zufrieden mit meiner Leistung. Ich habe einfach mit dem Argo-Stall beim Aufgehen habe ich ein bisschen Mühe für Zäckeln, weil ich mal ein bisschen gesäckelt habe, wieder ein bisschen gelaufen, wieder ein bisschen gesäckelt, aber dann bin ich wirklich, das meiste bin ich wirklich außer beim Angestalten, bin ich alles gesäckelt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video ein Like, lasst bitte ein gratis Abo da und wenn ihr Fiduz habt, schreibt doch noch etwas ganz Liebes in die Kommentare. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag und genießt das Video, weil wir haben wirklich mega Mühe gegeben in diesen, ja, sagen wir jetzt 3 Tage, das Video zu bearbeiten für euch da draußen. Und ja, guten Wochenstart und eine gute Auffahrt. Tschüss zusammen und bis zum nächsten Video.